Deswegen schalten wir jetzt mal vor die Grünen-Parteizentrale in Berlin. Jeanette Clark ist dort für uns. Der Höhenflug der Grünen im Osten ist sowieso immer bekrittelt worden, ob das tatsächlich einer sein könnte oder nicht. Und in Frage gestellt, scheint auch nicht geklappt zu haben. Warum eigentlich nicht? Ja, das wird man heute Morgen natürlich hier hinter mir in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen auch analysieren. Aber man hat auch gestern immer wieder daran erinnert, dass ja gerade Thüringen für die Grünen schon immer ein schwieriges Bundesland war. Man muss noch mal daran erinnern, dass sie dort immerhin drei Legislaturperioden, nämlich von 1994 bis 2009, gar nicht im Landtag vertreten waren. Und vor der 5%-Hürde zu zittern, das dachte man allerdings bei den Grünen, das hätte man auch in den ostdeutschen Bundesländern längst überwunden. Bei der letzten Landtagswahl gab es ja 5,7%. Das war auch nicht so berauschend. Aber man hatte jetzt auch durch den guten Bundestrend mit deutlich mehr gerechnet. Der Parteivorsitzende Robert Habeck, der war gestern in Erfurt und hat gesagt, es hat sich anders angefühlt im Wahlkampf. Der Zuspruch war ein anderer. Und genau darüber möchte ich jetzt sprechen mit Michael Kellner, dem politischen Geschäftsführer der Grünen. Herr Kellner, vielen Dank, dass Sie heute Morgen zu uns gekommen sind. Sie waren auch in Thüringen im Wahlkampf unterwegs und sind zudem in Thüringen geboren und aufgewachsen. Wie hat sich denn für Sie der Wahlkampf angefühlt? Es war ein sehr, sehr polarisierter Wahlkampf. Es war eigentlich das, was ich eher für Sachsen erwartet hätte, so eine ganz harte Polarisierung, so ein ganz harte Streitthemen, selbst um Fragen wie Klimaschutz, wo es einen großen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass wir eigentlich vorangehen müssen mit echtem Klimaschutz. Das war alles sehr, sehr umstritten, sehr, sehr hart, viele Anfeindungen und es war ja auch insgesamt ein wirklich erschreckendes Wahlergebnis, dass eine Partei mit einem Faschisten an der Spitze fast ein Viertel der Stimmen bekommt. Das trifft mich als Thüringer selber auch persönlich. Und wir haben unsere Wahlziele nicht erreicht. Wir mussten zittern um die 5%-Hürde. Und es hat für Rot-Rot-Grün, für die erfolgreiche Regierung in Thüringen nicht gereicht. Und es ist eine ganz schwierige Situation, was die Regierungsbildung in Thüringen angeht. Die Polarisierung erklärt das zum Teil. Aber die Grünen haben diesen Wahlkampf eigentlich sehr gut vorbereitet. Sie wussten, dass sie es in Thüringen nicht leicht haben. Die ganze Parteispitze ist durch den Wahlkampf getourt. Es gab interne Landverschickungen. Westverbände sind nach Thüringen gefahren und haben im Wahlkampf unterstützt. Warum konnten Sie das nicht den Leuten in Thüringen vermitteln? Warum haben Sie auch nicht vom guten Bundestrend dort profitiert? Also wir haben tatsächlich einen sehr leidenschaftlich engagierten Wahlkampf dort gemacht, aber es hat nicht dazu geführt, dass wir wahnsinnig mobilisiert haben und dass wir an Erfolge anknüpfen konnten, selbst wie in Brandenburg zweistellig. Das hat sicherlich die Ursache, dass wir auch in Thüringen, da fehlen uns die urbanen großen Milieus und Städte, wie wir es in Leipzig oder Dresden haben oder wie wir in Brandenburg mit dem Berliner Umland den sogenannten Speckgürtel haben. Das alles hat gefehlt und es ist uns nicht gelungen, auch diese erfolgreiche Regierungsarbeit, die wir in Thüringen hatten, in Wählerstimmen umzumünzen. Es war am Ende so, es gab einen Wahlkampf, wo, glaube ich, der MP-Bonus, der Ministerpräsident, sehr durchgeschlagen hat und auch zulasten von Bündnis 90 Die Grünen. Die Duelle im Osten, die fanden in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen in der Tat statt, zwischen der stärksten Regierungspartei und der AfD. Sie müssen als Grüne daraus ja trotzdem Konsequenzen ziehen, auch beispielsweise für die nächsten Wahlkämpfe. Haben Sie da schon eine Idee? Wie kann man damit umgehen, auch im nächsten Wahlkampf? Wir haben sicherlich Fehler gemacht, wenn wir sehen, dass wir mehr Erststimmen als Zweitstimmen haben. Das heißt, wir haben auch in Thüringen selber nicht deutlich machen können, dass es auf die Zweitstimme ankommt. Wir sehen in diesen, vor allem in diesen ostdeutschen Wahlen, dass Personalisierung so wahnsinnig wichtig ist. Und das kann man bedauern oder nicht, aber es ist einfach der Fall. Das heißt, auch da ist es richtig, dass man stärker personalisiert, vielleicht noch stärker, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Aber eines dürfen wir nicht machen. Wir müssen für unsere Inhalte klar und deutlich kämpfen und müssen da die Auseinandersetzung suchen und dort auch dafür kämpfen, dass wir beispielsweise die Energiewende von unten in den Kommunen, in den Ländern durchsetzen und dafür eine klare Haltung weiterhin einnehmen und dafür streiten. Politische Beobachter haben zum Jahresanfang gesagt, spätestens bei den ostdeutschen Landtagswahlen sei es mit dem Höhenflug der Grünen vorbei. Jetzt haben sie in Brandenburg und in Sachsen zugewonnen. Manche hatten sich noch mehr erwartet. In Thüringen war das Ergebnis enttäuschend. Was heißt das jetzt für die Grünen insgesamt? Wie groß ist der Dämpfer insgesamt für diese Partei? Also, dass die Wahlen in Ostdeutschland schwer wurden, war uns vorher bewusst. Deswegen haben wir auch viel Kraft drauf gesetzt. Und ich bin mit Thüringen nicht zufrieden. Doch wir haben es geschafft, in allen ostdeutschen Landtagen und in zwei von dreien auch gestärkt dabei zu sein. Wir werden in Brandenburg und Sachsen
vermutlich in die Regierung kommen. In Brandenburg steht der Koalitionsvertrag, muss noch entschieden werden. In Sachsen wird noch verhandelt. Das heißt, wir haben schon geschafft, dass wir in Ostdeutschland stärker verankert sind als zuvor, auch wenn ich mir in Thüringen deutlich mehr gewünscht hätte. Thüringen, die Regierungsbildung wird schwierig. CDU und FDP haben abgelehnt, mit der Linken zu koalieren. Deswegen bleibt eigentlich nicht viel. Bodo Ramelow hat durchaus eine Minderheitsregierung in Erwägung gezogen. Das müssten die Grünen zumindest mitmachen. Also erstmal, ich verstehe Union und FDP nicht. Und ich halte es auch für falsch, was gestern Abend passiert ist, dass die Linke mit der AfD durch die CDU gleichgesetzt wird. Die Linke in Thüringen ist eine sozialdemokratische Partei weitgehend. Und das zeigt auch ein Missverständnis über Ostdeutschland, was die CDU da äußert. Sondern ich finde, in einem Parteiensystem, was so im Fluss und so im Wandel ist, muss man bereit sein, dass alle demokratischen Parteien miteinander reden. Also alle Parteien außer der AfD. Und ich würde mir auch wünschen, dass die FDP oder die CDU da ihre Position noch mal überdenken und zu Gesprächen bereitstehen. Auch wenn Sie sich das wünschen, ich bleibe trotzdem noch mal bei meiner Frage nach der Minderheitsregierung, weil das könnte auf Sie zukommen, auch wenn Bodo Ramelow als Wahlgewinner einladen muss. Ist für Sie eine Minderheitsregierung vorstellbar? In NRW haben die Grünen mit der SPD eine Minderheitsregierung gemacht, 2010 bis 2012. Sehen Sie, wir Grünen sehen ja die Verantwortung für Thüringen und wir werden es dann nicht in die Büsche schlagen. Wir sind da bereit, mit Bodo Ramelow, dem Wahlsieger, zu reden, auch mit unserem ehemaligen Koalitionspartner, jetzigen Koalitionspartner SPD, weiter zu reden und schauen, was geht. Ich würde mir allerdings wünschen, dass es zu einer stabilen, mit Mehrheit getragenen Regierung im Thüringer Landtag käme. Wenn das nicht der Fall ist, weil CDU und FDP sich in die Büsche schlagen, dann wird man auch über diese Modelle nachdenken und reden müssen. Aber ich finde, ich würde mir heute, also kurz nach der Wahl, 12 Stunden nach einer Wahl, finde ich, sollten CDU und FDP noch mal nachdenken, ob das die richtige Haltung ist angesichts eines Wahlergebnisses, wo eine Partei der AfD mit einem Faschisten an der Spitze zu sagen, ja, wir bleiben einfach so in alten Gewissheiten und wir sind nicht bereit, darüber zu reden. Das finde ich ein ziemliches Armutszeugnis und finde ich verfehlt die demokratische Herausforderung, vor der wir in unserem Land stehen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass da in den Gremienberatungen, in den Diskussionen in den nächsten Wochen da noch ein Stück politischer Verantwortungsbewusstsein in die Parteizentralen von Union und FDP einzieht. Michael Kähner, vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Und die Grünen treffen sich um 9.30 Uhr hier zur Vorstandssitzung. Dann wird die Analyse natürlich noch weitergehen. Und um 13.30 Uhr kommen Parteivorsitzende Robert Habeck und die grüne Spitzenkandidatin aus Thüringen, Anja Sigismund, in der Bundespressekonferenz zusammen. Das werden wir natürlich auch für Sie beobachten. Ich gebe im Moment zurück zu Stefan Kulle nach Bonn.